5.30 Uhr. Wir verlassen Bona Richtung Buenaventura. Wollen in die Marina. Das sind ungefähr 40 Meilen. Heute ist der 23. Juni. Cindy, alles Gute dir zum Geburtstag von uns beiden hier von der schönen Insel Bona. So, und jetzt geht's los. Fast 5 Monaten sind unsere Reifen jetzt abgefahren, mit denen wir durch den Panama-Kanal gekommen sind. Und heute werde ich sie hier in der Marina Buenaventura entsorgen. Endlich sind wir die los. Die haben uns schöne schwarze Streifen ringsherum gemacht. Wir sind angekommen in Marina Buenaventura. Wir machen gerade eine Besichtigung dieses Arenals und suchen eigentlich ein Restaurant. Und das ist hier der Beach Club. Absolut geil. Ah, und da vorne ist auch die Einfahrt, durch die wir reingekommen sind. So, hier kann man es aushalten, wenn das Wetter schön ist. Ja, aber wir kommen da wieder nicht lang. So, es gibt wieder mal normale Wartungsarbeiten. Das Bimini muss mal wieder geschrubbt werden, war schon Schimmel unten dran und das ganze Gestänge
Flugrost. Das entfernen wir jetzt hier alles, damit das wieder für ein paar Monate in Ordnung ist. Und auch Unterdeck wird hier fleißig geputzt. Die Annette räumt das komplette Bad aus und sortiert und räumt es wieder ein. Aber vorher macht sie auch sauber. Das ist super. Diese Luftfeuchtigkeit hier und der Schimmel, was sich hier verbreitet, ist ein Traum. Naja. Aber das bekämpft die Annette jetzt alles. So, jetzt nutzen wir endlich mal wieder das Süßwasser, um unser Ding zu reinigen. Das also komplett auseinanderbauen. Und vielleicht brauchen wir es ja auch nicht mehr. Weil wir es schaffen, vorher nach Hause zu fliegen, also nach Deutschland zu fliegen. Mal schauen. Ja, so sieht mittlerweile die Oberfläche aus, wo wir es vorher sauber gemacht hatten und dann das Cover drüber, ist das doch so eklig. Also nie wieder ein normales PVC-Dingi für die Karibik. Ja, und auch da drinnen, wir haben es lange nicht auseinander gehabt, sammelt sich natürlich ein bisschen Sand und Schmadder von dem ganzen Wasser, was immer so reinkommt. Und damit melde ich mich jetzt die nächsten 2 Tage Vergnügen. Nach 2 Tagen Putzen ist das Ding einigermaßen sauber. Dass man das man hier noch sieht, ja, das geht nicht ab. Das sind die UV-Schäden. Und das bei gerade mal einem 2 Jahre alten Ding von Westmarine. Also kein Westmarine Ding mehr. Da hinten ist der Boden. Das werde ich jetzt alles zusammenlegen und verstauen, weil wir das wahrscheinlich ja die nächsten 3 Monate nicht mehr brauchen werden. 30. Juni 2020. Draußen regnet es mal wieder und wir machen heute großes Reinschiff. Das heißt, alle Bodenbretter weg, alles ausräumen, alles sauber machen. Und wir haben Spaß dabei. Ja. So. Oh, da ist ja noch so viel drin, ne? Ja. Ich glaube, ich brauche doch. Ich glaube es auch. Wir haben es geschafft. Die Bodenbretter sind alle wieder drinne. Die Kakerlakenköder sind ausgelegt. Noch nicht ganz. Jetzt ist hier fast schon wieder Ordnung am Schiff. Das ist der Strand von Bonaventura. Und hier entstehen überall noch Apartments. Und da, wo die Fischer jetzt hinfahren, da ist die Einfahrt in die Marina. Kann man nur bei Hochwasser durchfahren. Nur so schöne Anlagen gibt es hier an der Playa Blanca. Mit Pool, schöne Palmen. Und alles ist momentan leer wegen Corona. Herrlich. Hier können wir uns aushalten. Und hier gibt es sogar wilde Pferde. Die laufen hier frei rum. Da sind hunderte von Papageien drin. Aber man sieht sie nicht. Dafür hört man sie. So, wir gehen hier auf der Anlage spazieren. Hier am Golfplatz. Das ist schon sehr schön hier. Ja, und es ist drückend warm. Also hier richtig die coole Anlage. Aber leider war uns der Weg versperrt, also müssen wir uns jetzt durch den Dickicht kämpfen.
20 km/h über das Wasser geprescht. Saugeil. Also, ich muss das Ding jetzt wegdrehen. Die Annette, die bereitet unser vordere Fenster vom Bad vor, um es neu abzudichten, weil da läuft immer wieder Wasser rein. Das, was ich in Aquadulce gemacht habe, hat leider nicht richtig funktioniert, aber jetzt hoffen wir, dass es besser geht. Und jetzt wird da schön Wulst gezogen. Oh, das sieht gut aus. Die Annette hat da vorne das erfolgreich alles eingeschmiert. Mich auch. Ich bin jetzt auch wasserdicht. Aber leider auch ihre Hände. So ein Kack, ey. Der Fischer aus dem Fluss heraus. Das ist, glaube ich, gerade jetzt die letzte Möglichkeit, weil das Wasser fällt immer mehr. Aber der scheint sich auszukennen. Die Josefina 1. An der Playa Blanca, Panama, Pazifikseite, darf man sogar mit dem Auto am Strand fahren. Wer weiß. Wir wandern heute mal durch die Resorts an der Playa Blanca und hier ist alles leer. Ab und zu sieht man mal jemanden joggen oder laufen. Hier ist die Lagune künstlich angelegt. Aber es ist kein Mensch da. Unser Flug nach Deutschland ist gebucht für den 14. Juli. Geht's über Amsterdam nach Frankfurt. Jetzt sind wir erstmal für 3 Tage hier in ein Apartment an der Playa Blanca gezogen. Das ist hier unser Balkon. Heute gibt es Frühstück. Das ist die Aussicht. Da hinten sieht man den Pazifik. Und in dieser Richtung, in 2 Kilometern, ist die Marina Buenaventura. Das ist das Apartment, ist ein bisschen groß, ist für 7 Personen. Aber für uns ist es super. Hier ist eine Waschmaschine. Da können wir endlich mal nach 4 Monaten die Wäsche waschen. Also nicht wir, sondern die Annette natürlich. Die Wäsche steht hier schon seit 2 Tagen. Ja, mir geht es schon seit längerer Zeit nicht so gut. Ich habe also bestimmt schon seit 4 Monaten Probleme mit meiner Schulter und jetzt seit 3 Wochen Zahnschmerzen hier oben. Also ich auch täglich Paracetamol oder Ibuprofen und ich muss jetzt unbedingt nach Deutschland. Wir haben alles soweit organisiert. Wir haben einen Zettel von der Botschaft, dass wir hier zwischen den Bezirken nach Panama reisen dürfen. Da wir hier also circa 2 Autofahrstunden vom Panama Flughafen entfernt sind. Die Limelight ist sicher vertaut in der Marina Buenaventura. Wir können sie ja da leider nicht
aus dem Wasser holen. Somit bleibt sie die ganze Zeit im Wasser. Wir haben unseren Taxitransfer organisiert und werden am Montag um 12 Uhr in der Marina abgeholt. In der Hoffnung, dass dann am 14. auch der Flieger geht, weil alle Flüge von KLM, die bis jetzt buchbar waren, sind alle annulliert worden. Ja, wir werden weiter darüber berichten, wie wir hier aus Panama wegkommen. Juli. Wir haben heute, glaube ich, zweimal Glück gehabt. Unser Flug für den 14. ist bestätigt. Also er soll pünktlich am 14. abfliegen. Und zweitens hat gestern das Gesundheitsministerium, die haben einen Vorschlag gemacht, weil die Infektionszahlen hier rasant in die Höhe gehen, dass man einen 14-tägigen kompletten Lockdown macht. Das heißt, keiner darf mehr raus. Man muss sich vorher Lebensmittel kaufen, um die 14 Tage zu überbrücken, um hier das alles in den Griff zu kriegen. Aber das wurde von der Regierung nicht bestätigt. Somit werden wir wohl hoffentlich morgen die Möglichkeit haben, nach Panama zu fahren. Wir haben dafür ein Schrieb gekriegt von der deutschen Botschaft hier in Panama. Nochmal Dankeschön dafür, das hat super funktioniert, dass wir auch durch diese ganzen Kontrollen hier in Panama zwischen den Bezirken keine Probleme bekommen. Jetzt gehe ich nochmal kurz zum Boot und schaue, ob da unser Trockner funktioniert und unser Ozongerät, unser Ungeziefer vernichtet hat. So, und da oben, wo die Annette steht, die steht da. Da ist unser Apartment, was wir jetzt für 4 Tage jetzt hier hatten. Los Balcones, Torre dos. So, wir ziehen wieder aus. Jeffrey ist so nett und bringt uns zur Marina. Ja, weil er ist nicht da. Er ist nicht da? Okay. Ich weiß nicht, wo er sonst ist. Also. 13. Juli. Die letzten Vorbereitungen zum Verlassen der Limelight laufen. In 2 Stunden werden wir abgeholt und fahren Richtung Panama City. Der Flug, der geht. Also so steht das momentan noch im Internet. Wir haben eingecheckt. Morgen 14.20 Uhr geht es nach Amsterdam. Die Limelight ist gut vertaut, gut befestigt. Genügend Fender dran, alles gesichert. Hier vorne kann man noch zumachen. Vorne auch alles fest. Und da drüben haben wir noch eine andere Leine zum anderen Steg, dass sie hier nicht so dran gedrückt wird. Tschüss Limelight, wir sehen uns in 3 Monaten. Schon hat uns die Zivilisation wieder. Wir sind jetzt hier schon seit 2 Stunden im Taxi. Es waren fürchterliche Staus aufgrund der Kontrollen zwischen den Bezirken. Und jetzt sind wir gleich in Panama City in unserem Hotel. Unsere letzte Nacht hoffentlich in Panama City. Sind wir hier im Zentral Parkhotel. Und haben sogar einen Balkon.
Und das ist unsere Aussicht mit der Annette, wenn sie jetzt ein bisschen nach vorne geht. Da sich so hinstellt. Jawohl, das ist der Ausblick mit Annette. So, und da wir ja Ausgangssperre haben, haben wir uns gleich hier ins Bettchen gelegt und haben den Fernseher eingeschaltet. Da ist der Fernseher und jetzt schauen wir einen Film. Wir können was nicht machen? Wir können ja nicht den ganzen Tag Fahrstuhl fahren. Das ist jetzt auch ein bisschen langweilig. Außerdem geht es wirklich nur bis zu unserem Stockwerk und wir sind ja auch die einzigen Gäste hier im Hotel. Also von daher... Was soll man machen? Was will man machen? Man kann auch nicht essen gehen in irgendein Restaurant. Deswegen haben wir jetzt bei Appetito 24 dem Delivery Service bestellt und hoffen, dass wir dann irgendwann in einer halben Stunde unser Hühnchen kriegen. Was haben wir bestellt? Hühnchen. Ja. Wo? Appetito 24. Okay. Vergiss es. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Ich war der Meinung, es heißt Delivery und nicht Diddidies. Ah, okay. Na gut. Wir warten auf Juan, unseren Taxidriver, der uns jetzt zum Flughafen Panama City bringt. Ja, so sieht es hier aus am Flughafen in Panama. Alles ist geschlossen. Keine Leute da. Es geht nur unser humanitärer Flug nach Amsterdam. So ändert sich die Welt. Das hat ja bestens geklappt. Wir sind also in Frankfurt in den Zug eingestiegen. Mit dem Glauben, dass wir über den Zug nach Ost-Berlin haben. Den hatten wir auch. Aber der hatte leider heute Endstation. Und zwar hier. Da sitzen wir jetzt. In Köln. Am Kölner Dom sitzen wir. Jetzt geht's. Und es ist kein Karneval. So ein Ärger. Genau, jetzt geht es in einer Stunde weiter. 19 Uhr, 15. Juli 2020. Wir sind tatsächlich in Braunschweig angekommen. Wir sind einmal in den falschen Zug eingestiegen, also die war nicht der falsche Zug. Stimmt nicht. Nein. Der Zug war schon richtig, war zwar nicht der gebuchte Zug, aber der Zug war richtig, hat aber gestoppt in Köln. Ja, und dann haben wir noch mal irgendwo eine Stunde gestanden, ich weiß gar nicht. Ich habe es nicht mitgekriegt. In Limburg. In Limburg haben wir noch mal eine Stunde gestanden. Und musste jetzt nochmal in Hannover umsteigen und jetzt sind wir tatsächlich in Braunschweig und die Kira kommt uns gleich abholen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Es ist geschafft. Ja. Sommer, Sommer, Kjall, Sommer. Oh, my sin, sa premiers.
m'a fait un ton, mon lavoir, mon lait fait un ton.